Hey Freunde, herzlich willkommen auf Ben Masterful Unboxing. Heute gibt es die relativ neue Serie Super Mario Sammelkarten. Viel Spaß. Und los geht's. Ich bin richtig gespannt. Ich habe mir das Ganze jetzt im Internet quasi noch nicht so wirklich angeguckt, wie die Sammelkarten aussehen. Hier haben wir ein Display. Ich habe das Ganze schon mal vorgeöffnet für das Thumbnail quasi, also für das Vorschaubild. Und hier so sehen die Booster aus. So. Und hier haben wir ein Mega Starter Pack für 9,99 €. Beinhaltet Collectors Album plus 3 Tüten mit 24 Cards und eine Limited Edition. Ja, Super Mario Trading Card Edition. Von hinten sieht das Ganze so aus. Ah, guck mal hier. Todd, Yoshi, Donkey Kong, Super Mario. Ein paar kenne ich dann doch schon noch. Damit werde ich jetzt auf jeden Fall anfangen und hinterher packen wir dann auch nochmal das Display aus. Aber aus Platzgründen verschwindet das jetzt erstmal zur Seite und dann schauen wir mal. So, dieses Starterpack können wir leider nicht unten öffnen, beziehungsweise ich mache das jetzt mal so. Okay, oben können wir es nicht öffnen, weil hier dieses Dings ist. Ich mache es ja immer ganz gerne so, wenn ich diese Starterpacks habe, versuche ich das ja schon immer so zu öffnen, dass ich es hinterher quasi wieder einpacken kann, weil in diesen, ja, hier drin sind halt die Starterpacks immer richtig gut geschützt und dann hole ich das Ganze unten einfach immer so raus. Ja, schütteln wir mal so ein bisschen, schauen hier nochmal rein, aber okay, hier ist erstmal alles raus und dann machen wir mal ein, aha, das ist, ich bin gerade überrascht, was denn das hier ist. Das ist wahrscheinlich, sind das diese Nummern? Ah, das sind die Nummern. Man könnte, wenn man wollte, natürlich auch in der Sammelmappe die Seiten so ein bisschen nummerieren. Da habe ich bisher immer nicht gemacht, werde ich jetzt auch nicht mit anfangen, aber schön, dass es mit dabei ist. Hier ist gleich die erste Limited Edition und jetzt schauen wir uns natürlich erstmal, bevor wir hier reinschauen, dieses mega geile Booster Design an. Tada! Und da haben wir es auch schon. Das Booster Design gefällt mir richtig gut. Dieses Gelb und dieser Super Mario Schriftzug erinnert mich richtig an meine Kindheit mit dem Super Nintendo. Damals gab es ja die Spiele Super Mario World und Super Mario Kart. Die waren damals so richtig angesagt bei uns. Okay, so sieht das Ganze von hinten aus. Wir haben hier insgesamt 252 Karten, 18 Charakter-Cards, 18 Close-Up-Karten, 10 Yoshi-Karten, 8 Toad- und Toadette-Cards. Toadette kenne ich jetzt nicht. Enemy-Cards, Group-Cards, Item-Cards, Golden-Cards, Silver-Cards, Sport-Cards, Line-Drawing-Cards und Puzzle-Cards. 9 Stück, also eine, vielleicht sogar auf Seite 1. Da bin ich ja auch gespannt, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Also Booster-Design-technisch haben wir hier jetzt erstmal immer das Gleiche. Das heißt natürlich, ein Booster zurücklegen für die Booster-Sammlung. Aber wir schauen natürlich auch gleich ins Display rein, wie es denn da aussieht. Und, aha, okay. Okay, so sehen die von hinten aus. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich, was ist das hier? Kleben die zusammen. So ein bisschen, okay. Okay, man muss das erstmal so vorsortieren und dann geht's hier los. Spinny Cheep Cheep nennt sich das. Ja, wie gesagt, also mein Info, so ist so ein bisschen meine Information, habe ich wie gesagt vom Super Nintendo. So sah Super Mario damals aus. Mario vs. Luigi. Hier haben wir eine. Ist das vielleicht eine? Gab es Blue Cards? Nee. Keine Ahnung. Steht ja auch immer nicht drauf, welche Cards oder welche Karte das jetzt genau ist. Auf jeden Fall vom Design her finde ich das mega. Hier mit diesem Gold-Design, mit dem Super Mario-Stern finde ich auch mega nice. Oh, das müsste jetzt die Prinzessin sein. Prinzessin Peach. Ja, ne, auf dem Super Nintendo, da musste man sie mit Bowser befreien. Ja, alles, was nach dem Super Nintendo kam, war für mich Nintendo-mäßig nicht mehr so interessant. Nintendo 64 habe ich noch ein bisschen Mario Kart gehabt, aber ansonsten fand ich das alles damals nicht mehr so cool wie auf dem Super Nintendo oder auch vorher der NES, der normale Nintendo. Donkey Kong, das könnte ein Puzzleteil sein hier tatsächlich. Ne, hier kommt da irgendwie vielleicht die Bowser-Planke kommt da rein. Okay, ja, finde ich nice. Ich finde es cool, dass es dazu endlich mal eine Sammelkartenserie gibt. Ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr gewünscht, ein bisschen mehr Retro. Okay, Birdo sagt mir jetzt auch nichts. Kenne ich auch nicht so wirklich. Okay, schauen wir uns mal den
nächsten Booster. Ah, na, das ist ein Endgegner damals gewesen in einem der Schlösser. Magie-Cooper. Ah, okay. So, hier sind wieder ein paar Karten verdreht. Die Serie ist relativ groß mit 252 Sammelkarten, finde ich. Aber mal schauen, wir kämpfen uns da auf jeden Fall mal. Ich versuche mich da so ein bisschen durchzukämpfen. Fire Piranha Plant. Plant heißt Pflanze. Feuer Piranha Pflanze quasi. Und dann haben wir hier, boah, ist das jetzt auch wieder Peach? Weiß ich gar nicht so wirklich. Starcoin. Ach geil, Donkey Kong. Auf dem Super Nintendo natürlich auch Donkey Kong gespielt. Ah, das waren Zeiten, ne? Das waren Spiele vor allem. Luigi beim Golfspielen. Magie Cooper, den hatten wir eben ja schon. Also das ist die gleiche Karte, die ich ja wieder nach hinten getan. Haben wir Todd. Ja, war immer so mein Lieblingskart bei Mario. Bei Mario Kart. Waluigi, den kenne ich irgendwie. Gab's nicht Waluigi ein... Gab's da nicht ein Gameboy-Spiel? Gab's da nicht ein Gameboy? Oder war das ein Endgegner auf dem Gameboy irgendwie? Irgendwie sagt man das auch was. Aber wie gesagt, alles, was neuer ist als Nintendo 64, kenne ich absolut gar nicht mehr. Ich habe da auf der Wii und so, wie das alles heißt, habe ich alles nicht mehr so wirklich gespielt. Okay, hier haben wir jetzt ein paar gleiche Karten. Aber Rocky Ranch, der Maulwurf, ja, den kennt man auch noch aus gewissen Leveln. Die Pflanze, die man hochklettern konnte, ja, Donkey Kong, den haben wir, glaube ich, eben schon gehabt. Und auch den Luigi haben wir, glaube ich, eben gehabt. Und hier haben wir Ghost. Ich kenne auch Ghost Rally. Geil. Ja, okay, das kann... Oh, Mario und Yoshi. Ja, von Yoshi gab es, glaube ich, auch mal Mario... Nee, Mario Paint hieß das, glaube ich. So, und hier haben wir Baby Luigi. Ja, soweit ist das schon. Wer ist denn die Mutter von Baby Luigi? Und jetzt packen wir noch mal... Ach so! Haha, wir haben natürlich hier noch die... Die Limited Edition Mario. Ja, die sieht cool aus. Oh, Sammelkarten, Sammelkarten-Feeling. Es ist wieder da. Ah, cool, cool, richtig cool. Und dann würde ich sagen, packen wir jetzt noch mal ein bisschen was aus dem Display aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier komplett irgendwie, aber wir machen das jetzt erstmal, ne? Wir packen erstmal so ein paar Booster aus und schauen mal, wie weit wir kommen. Ja, steht ja auch nicht auf jeder Karte was drauf, was man vorlesen kann. Deswegen weiß ich nicht, wie schnell wir hier von Booster zu Booster kommen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten pro Booster. Und wir starten rein mit einer Partie Basketball. Haben wir, glaube ich, eben schon gehabt. Mario gegen Luigi. Hier haben wir Luigi mit einem mega coolen Hintergrund. Da haben wir einmal diese... Ja, den Stern hier, dann haben wir da Yoshi, Mario kennt man, Prinzessin Peach, da oben ist der Fisch aus diesem, ich weiß nicht, wie die Level hießen, ah, das waren richtig coole Zeiten. Ja, ah, da ist er schon, Cheep Cheep heißt der Fisch, ne, den ich da oben meinte, an der Mütze von Mario, Cheep Cheep. Haben die nicht, ja, weiß ich nicht mehr. Fire Piranha Pflanze haben wir hier, oh, was ist das? Ach, die Raupe. Ja, da gab es doch auch so ein paar Raupenlevel. Das ist alles zu lang her. Ich weiß nicht mehr genau, wie es alles hieß. Baby Luigi haben wir eben auch schon gehabt. Hier haben wir Bowser. Sieht aus wie vom Puzzle. Ja, ja, könnte geil werden. Bin gespannt, wie das Puzzle aussieht. 9 Karten heißt immer eine Seite in der Sammelmappe. Hier haben wir King Boo. Ja, wir haben diese Geister immer einfach, ja, Ghost genannt früher. Also, entweder wussten wir es nicht besser oder der hieß damals noch nicht King Boo oder King Boo ist dann nochmal ein etwas anderer. Oh, diese Goldkarten, Wahnsinn. Ist ja mal richtig nice. Die Kartennummern, jetzt natürlich auch die Frage, stehen hinten drauf, okay. Ja, gab ja auch mal Fußballserien von Panini, das war glaube ich so 2000, Road to 2014 und die WM-Serie Adrenalin XL 2014, die hatten keine Sammelkartennummern auf den Karten. Das war so ein bisschen Rätselraten. Aber wir haben es damals auch hinbekommen. So, hier haben wir wieder Waluigi. Hieß er ja, glaube ich, ne? Waluigi mit dem W auf der Mütze. Sieht auch geil aus. Dann haben wir hier den grünen Panzer. Heißt er einfach grüner Panzer. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Karte dazu. Peach. Ja, die Prinzessin. Die Prinzessin entführt. Mario muss sie retten. Cheep Cheep haben wir, glaube ich, auch schon gehabt. Fire Piranha Pflanze plant. Auch schon gehabt. Dann haben wir nochmal Mario Luigi in einer weiteren Pose. Und hoppala. Ach, oranger Yoshi. Ich weiß noch, es gab... Gott, war der grüne Yoshi, war der Standard-Yoshi. Und dann konnte man, glaube ich, in den Sternen leveln, konnte man sich, glaube ich, andersfarbige
Yoshis holen. Ich glaube, der rote Yoshi, der hat aus jedem Panzer immer Feuer ausgespuckt. Dann gab es einen Yoshi, der hatte, glaube ich, Flügel bekommen. Und was gab es noch? Ich weiß nicht mehr, welch. War das lila? Einen gelben gab es auch. Eieiei. Oh Mann, es ist alles so lange her, aber ein paar Erinnerungen kommen wieder durch und jetzt habe ich direkt auch Lust, irgendwie mal wieder Super Nintendo zu spielen. So, hier haben wir, Bowser. Ja, also der sieht vom neuen Design hier schon richtig cool aus. Ja, das ist schon Waluigi beim Baseballspielen. So, hier haben wir, wer hat das denn? Boonie Beetle. Weiß jetzt nicht mehr. Vielleicht gibt es hier auch ein paar Mario Kart extra Karten. Ja, der Pilz, wir haben früher einfach immer Level Up gesagt, One Up, Mushroom, dann haben wir hier, das ist wahrscheinlich nicht Peach. Also Peach war ja eben die, die wir eben hatten. Hier haben wir nochmal die Hauptkarte oder Standard-Base-Karte von Bowser. Okay, dann haben wir hier, ja, ein paar Ghosties, welche auch immer das jetzt sind. Morten, Morten am Start. Sagt mir jetzt auch nichts. Kenne ich auch aus den alten Serien, aus den alten Spielen eher weniger. Okay, schauen wir mal weiter. Aber ansonsten, also ansonsten finde ich die Serie mega, mega nice. Also optisch gefällt die mir richtig gut. Luigi, die haben wir glaube ich schon zweimal gehabt, jetzt kann das sein. Und hier haben wir, Mann, hoffentlich kriegen wir gleich mal einen Namen zu der brünetten Prinzessin. So, hier haben wir dann Fishbone. Ah, hier haben wir wieder Ghost. Ghost zweimal mit Todd. Toad, nee, nicht mit Todd, mit Toad. Wie spricht man das nochmal richtig aus? Bowser. Ah, auch cool mit dieser Ziegelmauer da im Hintergrund. Mario Luigi, haben wir das nicht auch schon gehabt? So, hier haben wir, Mann, ich brauche einen Namen. Oder hat sie sich zwischendurch die Haare gefärbt? Kann ja auch sein, ne? Purple Toad. Wo gab's den denn? Was konnte der denn? Das weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall auf dem Super Nintendo war der, glaube ich, so auch noch nicht am Start. Okay, dann haben wir hier, keine Ahnung. Karte gefällt mir, aber welche Figur das jetzt ist, kann ich euch so gar nicht sagen. Ja, würde ich sagen, Baby Bowser. Also wenn es Baby Luigi gibt, warum soll es sich auch Baby Bowser geben? Ah, die haben auch schon viele Doppelte hier direkt gleich. Green Shell, ja, der grüne Panzer. Ja. Konnte man nicht viel mit machen, außer nach hinten ablegen und nach vorne schießen. Die roten waren immer ein bisschen besser. Die waren nämlich mit, wie sagt man da? Die haben das Ziel automatisch auch getroffen. Dann Monty Mole. Dann haben wir Cheep Cheep. Haben wir ja auch schon. Also wenn wir so viele Doppelte bekommen, dann kriegen wir die Sammelmappe nicht so schnell voll. Green Cooper Paratrooper. Und Red Cooper Trooper. Ja, der rote Schildkrötenpanzer. Der hat mir immer, vor allem in Mario Kart, viel, viel besser gefallen als der grüne. Luigi nochmal. Dann haben wir Mario. Oh, wie, Mario. Geil. Ah, coole Karte. Oh, ich bin gespannt auf das Mappen-Update, auf die Sammelmappen. Fire Piranha Plant. Yeah. Dann haben wir hier, ah, wie hießen die noch? Also, hatten die alle Namen damals auf dem Super Nintendo? Wahrscheinlich, ne? Aber ich konnte die Namen auch damals schon alle nicht. So, hier haben wir wieder Peach. Prinzessin Peach. Die Prinzessin. Das, ja, und Donkey Kong. Das sieht so ein bisschen aus wie Donkey Kong vom Super Nintendo. Auch vom Logo her. Donkey Kong, Baby Luigi und Spike Top. Ich weiß ja nicht, was Spike Top macht oder kann. Aber die meisten von euch, die sich jetzt dieses Video hier angucken, sind da wahrscheinlich besser informiert als ich, was aktuelle Mario-Charaktere angeht, Waluigi. Dann haben wir wieder den grünen Panzer. Ich weiß gar nicht, hat Koopa, ne? Koopa, Koopa Troopa oder so. Cheep Cheep zum fünften. Fire Piranha. Alter, die ist ja auch ziemlich die 92. Mal gucken, vielleicht gibt es ja verschiedene und ich habe bisher immer nicht darauf geachtet. Ja, die Fragezeichenkiste, auch immer sehr geil gewesen. Und, okay, er heißt nicht Baby Bowser, sondern Bowser Junior. Ja, okay. Aha, die Dinger, ja. Paragumba. Und Larry, der war auch in einem Schloss, in einem Castle, war er ein Endgegner damals auf dem Super Nintendo. Oh, das war immer das Coolste, wenn man dann im Schloss angekommen ist und dann gegen sich vorkämpfen musste und dann hat man da die Chance gehabt, gegen Bowser das, ja, das neue Level freizuschalten. Nicht gegen Bowser, gegen
ja, Luigi oder so oder ähnliches. So, Mario spielt Fußball. Dann habe ich, muss noch mal dran denken, dass ich einen Booster jetzt schon mal für die Booster-Sammlung hier beiseite lege, sonst vergesse ich das später wieder und habe dann keinen Booster in der Booster-Sammlung. Übrigens, Booster-Sammlungs-Update wird es dieses Jahr natürlich auch bald wieder geben. Ich muss da jetzt demnächst mal wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Ich habe das ja jetzt ein paar Jahre so total schleifen lassen. Ja, Mario mit seiner, mit seinem Baseballschläger. Dann haben wir hier, wer war das denn? Boah, weiß ich gar nicht. So, Luigi. Ja, okay. Ah, guck mal, es gibt nicht nur Peach, es gibt auch Rosalina. Also, es gibt also mindestens zwei, drei Prinzessinnen. Oder Mädels oder wie auch immer. Also es gibt Peach, Rosalina und die Brünette, die fehlt uns noch. Da fehlt uns noch ein Name. Ah, hier. Da, oh, wie hieß der noch? Der Kompagnon von Donkey Kong. So, hier haben wir wieder. Ah, das ist jetzt Rosalina, muss ich mir merken. Und dann gibt es nochmal den roten Yoshi, Red Yoshi. Den gab es auf dem Super Nintendo damals auch schon, fand ich. Ja, fand ich geil. Ich bin teilweise immer ein paar Level zurückgegangen oder in die Sternwelt und hab mir einfach einen fliegenden Yoshi geholt. Das war immer eine richtig coole Sache. Und es gab auch ein paar Level, da konnte man dann nicht mit Yoshi spielen, weil da musste man sich mit dem Umhang, musste man sich da durchschlagen. Ach ja. So, wer ist das? Keine Ahnung, Namen haben wir glaube ich noch nicht gehabt. Ganze gleich zweimal hintereinander. Einmal mit Baseballhandschuh. Bananen! Ach ja, die konnte man auch nach vorne schießen oder nach hinten ablegen, aber die lagen dann einfach nur da und wenn man drüber gefahren ist, dann ist man halt ausgerutscht. Monty Mool. Ja. Chain Chomp. Ja, die waren auch in den Dungeons dran, ne? An diesen Ketten. Ja, die sahen damals zwar noch ein bisschen anders aus. Dann haben wir hier Red Cooper Paratrooper. Sieht so ein bisschen wie so ein Engel-Cooper aus. Mit seinen Flügeln. Baby Mario, natürlich. Baby Luigi, Baby Mario, Bowser Jr. Und hier wieder, ist das wieder ein Stück Puzzleteil. Irritiert mich ein bisschen, weil das nicht im Hochformat ist. Weil in die Sammelmappe kann man ja immer nur hochformatmäßig einsortieren. Müssen wir mal schauen, wie das nachher in der Sammelmappe aussieht. Das war jetzt sogar recht fix die Hälfte des Displays, aber wir machen weiter. Also ich glaube, das Display packe ich aus und für ein weiteres Video würde ich mir dann wahrscheinlich eher nochmal ein zweites Display holen, damit wir dann auch die Sammelmappe, sagen wir mal, relativ vollständig bekommen. Ja, so ist mein Plan. So, Baseballschläger wieder hier. Ah, schon wieder die beiden, ne? Schon wieder die beiden direkt hier am Anfang. Rosalina, auch schon gehabt. Die Bananen, ist das was? Was? Monty Mool? Ah, okay, das Motiv war eben nicht dabei im Booster, da waren jetzt ein paar gleiche. Lemmy, haben wir den schon gehabt? Auf jeden Fall auch der natürlich Endgegner in einem Dungeon gewesen. Und hier haben wir wieder Donkey Kong und seinen kleinen Affen, sein Freund. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, falls ihr das wisst. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt habe ich auch Lust, Donkey Kong zu spielen auf dem Super Nintendo. Ah, die Zeit waren einfach so cool. Ah, naja. Waluigi und der andere Typ spielen Tennis, wahrscheinlich gegen Mario und Luigi. Da haben wir Luigi fährt Snowboard, Skateboard, eins von beiden. Das kann man noch machen. Weiß ich nicht. So, hier wieder das komische Ding. Und hier Chain Jump an der Kette. Coin. Ja, Münzen. Ich weiß gar nicht, was konnte man mit Münzen überhaupt machen? Ich weiß das gar nicht mehr. Achso, wenn man die voll hatte, wenn man irgendwie ganz viele Münzen hatte, gab es dann Leben? Hat man dann, wenn man ganz viele Coins hat, ein extra Leben bekommen? Bananen nochmal. Das ist Peach, würde ich jetzt mal vermuten. Und der Blue Tot. Der blaue Tot. Ja, wo die Unterschiede sind zwischen dem roten oder dem normalen und dem blauen und grün und so weiter, falls es grün gibt, weiß ich jetzt so nicht. So, aber wir packen mal weiter aus. So. Baseball, die Karte habe ich glaube ich auch schon gehabt. 190. Dann haben wir wieder Bowser Jr. Ah, aber die Karten sind richtig cool. Also das ist, muss ich schon mal so sagen, gefällt mir gut. Monty Mool. Dann haben wir Fishbone. Ah, das Motiv haben wir auch schon gehabt. Okay, ist aber auch nicht so schlimm. Ne, so ein paar doppelte Karten. Vielleicht kann ich hier in Hamburg mal ein bisschen tauschen, falls noch jemand hier in Hamburg ist und ja, vielleicht auch ganz viele Karten doppelt hat. Einmal mal die Kommentare schreiben. Also bitte nur aus Hamburg. Woanders fahre ich nicht hin. Waluigi haben wir hier nochmal. Oder Hammer Bro.
The Hammer Bro. Okay, weiter geht's. Nächster Booster. Oh, yes. Aber ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Vielleicht haben wir die Base-Karte mit Namen drauf auch schon gehabt in diesem Video. Kann alles sein. Oh! Ist das Peach? Ja, ne? Müsste Peach sein. Ja, ganz neue Sportarten hier am Start. Luigi, Retro-Luigi wahrscheinlich. Ja, ne? Dann haben wir wieder den grünen Panzer, Green Shell. Dann haben wir Blooper. Blooper heißen die. Okay. Ludwig war auch Gegner in einem Dungeon. Ja, Bowser nochmal. Ist das Bowser oder Bowser Junior? Und hier, aha, das ist jetzt, das stand hinten auf den Boostern drauf. Und zwar ist das Toadette. Haha, ja, das, also aufgrund des Symbols unten habe ich jetzt mir so überlegt, das könnte Toadette sein. Ja, gab es damals auf dem Super Nintendo auch noch nicht. Aber, okay, so, nächster Booster. Wir haben hier Peach, Prinzessin Peach, Mario. Hey, die haben wir auch noch nicht gehabt. Petey Piranha. Okay. Weiter geht's. Wir haben Todd, Mario, Luigi. Pink Yoshi! Ach, natürlich. Muss es heutzutage auch einen Pink Yoshi geben. Was kann der? Keine Ahnung, was hat er so für Superkräfte? Parabones? Oh, Bowser. Boah, ich will jetzt. Ich habe zwar kein Super Nintendo mehr, aber ich habe einen, oder mein Mitbewohner hat einen Raspberry Pi mit den Retro-NES-Controllern und damit kann man halt genauso geil spielen wie auf einem richtigen Super Nintendo. Man schließt das einfach am Fernseher an und hat da die komplette Konsole. Ist mega nice. Ja, hier fehlt mir immer noch der Name. Da haben die Base-Card noch nicht gehabt. Nochmal Gold-Card, würde ich jetzt sagen. Gibt es Gold-Karten? Es gibt 10 Yoshi-Cards. Es gibt Gold-Karten. 18 Stück. 18 Stück gibt es. Das könnte eine sein. Ist wahrscheinlich eine, ne? Coin haben wir auch schon gehabt. Bananen kennen wir. Bowser, geiles Motiv, aber hatten wir auch schon. Hier haben wir Blooper nochmal. Und zwar Blooper und dreimal Mini-Blooper. Morten, auch schon gehabt. Und, oh, zwei Booster haben wir noch. Die ziehen wir jetzt nochmal schnell durch. Dann haben wir hier ratzfatz das Display ausgepackt. Und dann bin ich mega gespannt, wie dieses Video hier auf meinem Kanal ankommt. Weil das ja auch mal was ist, was ich noch nie gemacht habe. So, ne? Nochmal Bowser Junior, Monty Mool, glaube ich, Fishbone. Ah, viele doppelte Motive. Also das ist jetzt leider natürlich ein bisschen schade, dass wir so viele doppelte haben. Ah, die Brünette Peach, wie heißt sie denn? Purple Todd. Und wir kommen ratzfatz zum letzten Booster. Welche sind das denn? Das könnten sein, achso, Item Cards, Group Cards, achso, Group Cards. Das könnten die Charakterkarten, Close-Up-Cards, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen später, wenn ich das Mappen-Update mache, werden wir das alles erfahren, welche Karte jetzt ganz genau welche ist, aber die Karten sehen alle toll aus. Ich freue mich aufs Mappen-Update und ich glaube, ich brauche nochmal ein zweites Display, um hier, damit es sich lohnt, auch ein Mappen-Update zu machen. Green Shell, Green Cooper und Limited Editions. Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wo es weitere Limited Editions gibt. Ich habe ja bisher nur eine, die aus dem Starter-Pack. Aber ganz häufig ist das ja auch so, dass man noch Limited Editions in Zeitschriften bekommt. Da bin ich jetzt nicht auf dem Laufenden. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer, vielen Dank. Und jetzt ciao, tschüss oder auf Wiedersehen.